vorstellen könnt, ich habe das Herzbild von DIY Digital Art fast fertig. Ich wollte mit euch noch ein paar Steinchen setzen, aber es funkelt echt toll, gell? Es ist richtig, richtig schön. Also ich werde mit euch die restlichen Steinchen hier setzen. Dann werde ich die Leinwand etwas zurückschneiden und dann mit diesem Textilklebeband einrahmen, wie ich das ja immer mache. Ihr wolltet es ja so gerne mal sehen, wie das funktioniert. Ist ganz simpel. So, dann hole ich euch mal ein bisschen weiter her. Da stelle ich euch sogar so ein Stückchen hier drauf. Also, es war wunderschön, dieses kleine Set zu painten von DIY. Es ist ein wirklich ein kleines Bild und es hat mega Spaß gemacht. Und zwar ist das tatsächlich so, dass diese Farben auch genau diese Legendefarben sind. Man hat ja auch schon mal Sets, wo das total variiert und man ist dann so ein bisschen irritiert. Aber, und das wollte ich euch jetzt mal hier zeigen, anhand von den letzten Steinchen, die ich mit euch legen möchte, dass dieses X hier zum Beispiel ist genau diese Farbe. Ja, und das fand ich super angenehm, muss ich wirklich sagen. Ich mache vielleicht ein kleines bisschen zurück. Super, super angenehm, muss ich wirklich sagen, dass es von den Farben her so identisch ist. Und ich behalte natürlich dieses Set, aber vielleicht werde ich es mir einfach noch mal bestellen. Ist da was reingekommen? Aber ich denke, ich werde es mir einfach noch mal bestellen, weil das auch ein wunderschönes Motiv, um es zu verschenken. Und für kleines Geld ist das wirklich super schön. Ich würde sogar sagen, es ist auch absolut was für Anfänger. Ich würde sogar behaupten, das wäre auch was für größere Kinder. Also ich sag mal 8 plus, würde ich jetzt mal sagen. Auf jeden Fall. Und jetzt mache ich mal dieses X mit euch hier fertig. Ich liebe ja auch dieses Petrol. Also die Farben sind echt der Knaller. Die Steinchen super. Die Klebekraft prima. Also es gibt nichts daran auszusetzen. Und ich freue mich jetzt ganz besonders, das mit euch jetzt fertigzustellen. So, das letzte Steinchen. Super. Dann geht das jetzt mal auf jeden Fall auf die Seite. Wow. Also hier in dieser kleinen Ecke hier oben seht ihr, wie das Originalbild aussieht. Natürlich, auf dieser Zeichnung ist natürlich so, dass diese Aquarellabschnitte ein bisschen mehr verlaufen. Das kriegt man natürlich so jetzt ganz exakt jetzt hier gepainted nicht hin. Aber Leute, es ist trotzdem wunderschön. Ich messe es einfach nochmal für euch aus. Die Leinwand ist 30 mal 30 und das Motiv ist fast 23 mal 23. So, mein Textilband, was ich ja überall drumherum mache, das werde ich euch jetzt zeigen, wie ich das mache. Und zwar werde ich jetzt hier so ein bisschen einschneiden. Oh, ihr könnt es gar nicht sehen, gell? Euch ein bisschen zurückhalten. So, werde ich das mal hier so ein bisschen einschneiden und versuchen dabei gerade zu bleiben. So. Das ist also jetzt ungefähr so ein halber Zentimeter.
wir schon mal die erste Bahn. Dann kommt die zweite. Das hört sich schön an, gell, wenn man das so schneidet, der Leinwand. So, und dann kommt hier die letzte Seite. So, jetzt haben wir alle vier Seiten geschnitten. Weg. Dann mache ich das so, das ist ja ein breites Band von 5 cm und da habe ich mir aber hier schon von einem anderen Projekt habe ich hier noch 2,5 cm, also praktisch die Hälfte von der Breite nehme ich dann so. Und jetzt mache ich das ganz simpel, ihr Lieben. Moment, ich hole euch mal dazu. Und zwar lege ich das hier, ich suche mir eine Ecke aus, wo ich beginnen möchte. Ich habe echt Angst, dass ihr das nicht richtig sehen könnt. So, dann lege ich mir das hier an diese Kante an. Grenzt dann im Prinzip direkt hier an den Steinchen. So, könnt ihr es besser sehen? Was auch so schön ist bei diesem Textilband, ich habe jetzt ja wahrscheinlich nicht 1000-prozentig den Rand abgeschnitten, aber dadurch, dass das Textilklebeband ist, gibt es auch so ein bisschen nach und das ist total angenehm. Na? So, dann klebe ich diese, nicht kleben, sondern... Dann diese Kante, die hier übersteht, das schneide ich mir ab. So, das kleine Restchen, das tue ich weg. So, dann drehe ich mein Bild und klebe quasi den überschüssigen Rand einfach nach hinten auf die Leinwand. So, das schneide ich hier, da ist ein bisschen, seht ihr, das ist so ein bisschen ungenauer, das macht aber nichts, das schneide ich einfach zurück. So, dann zeige ich euch mal, wie ich das generell mache mit dem Textilband. Also so ist es. So ist diese Breite. Die sind die 5 cm. Ne? Und ich hatte ja mir die Hälfte geschnitten. Das heißt, ich rolle jetzt hier die Rolle ein Stückchen auf. Nehme ungefähr Maß, wie viel ich davon brauche. Dann schneide ich mir das hier ein. So. Und schneide mir hier, das ist auch wieder ein Vorteil vom Textilband, ich schneide mir hier nur ein kleines Stückchen mittig ins Band rein und kann jetzt das Textilband einfach entlang reißen
und habe dann meinen Streifen, mit dem ich jetzt weiterarbeite. So, jetzt haben wir natürlich am Textilband eine Seite, die eingerissen ist, und eine Seite ist die saubere Kante. Das heißt, ich lege natürlich jetzt die saubere Kante an. Ich verklebe mich. Genau. Drücke es dann wieder ein bisschen fest. Ich liebe übrigens diese grüne schnittfeste Arbeitsfläche. Die liebe ich total. Ich habe ja eine, die ist ein bisschen kleiner. Und die hier ist echt super. Ich liebe das. So, da habe ich es jetzt auch angelegt. Und jetzt drehe ich mir das Überschüssige wieder auf die Rückseite. So. Und achte auch hier drauf, dass es sauber ist. Und schneide mir einfach hier. Also ihr seht, ich arbeite da wirklich total simpel. Na, komm her. Und hier mache ich das genauso, dass ich hier sauber einschneide, also das sauber wegschneide, nicht einschneide, sondern sauber wegschneide. So. Jetzt habe ich ja noch den zweiten Streifen von meiner Mitte, von meiner Mitte. Also was ich heute rede. Ich glaube, ich bin ein bisschen müde. So, auch hier gilt wieder die saubere Kante an die Steinchen anlegen. Tut mir leid, ich muss euch heute so viel hin und her justieren. Aber sonst seht ihr ja nichts. So. Auch hier wieder sauber anlegen. Ich verlinke euch dann natürlich nachher gerne das Textilband. Also es ist tatsächlich nicht ganz günstig, aber ich finde es einfach mega. Also ich arbeite da so gerne damit und es ist eine super Alternative zu einem Bilderrahmen. Man kann es dann einfach so an die Wand pinnen, wenn man das möchte. Man kann es aber trotzdem auch in den Rahmen reinmachen. Also ich habe das für mich jetzt einfach als, für mich einfach entdeckt und ich werde auch dabei bleiben, weil einfach dann auch der Rand einfach auch sauber gearbeitet ist. Ne? So, ihr hört schon, wie ich das auseinanderziehe. So, ich schneide mir das auch wieder ein. So. Huch, ist mir was fast runtergekullert. Ratschen. So. Und auch hier, ne, da könnt ihr den Unterschied, da ist ein bisschen eingerissen, das kommt nach unten und die saubere Kante kommt zu den Steinchen. So, ich bin an der Stelle immer ein bisschen leise,
weil ich mich da wirklich ein bisschen konzentrieren muss. Einschneiden und einmal umdrehen und zukleben. Also es war natürlich jetzt so schmal, den Rand, den ich geschnitten habe, dass vielleicht manch einer denkt, oh, man hätte ja den Streifen vielleicht sogar dritteln können. Habe ich auch mal ausprobiert, aber dann fängt er tatsächlich an, sich mit sich zu verkleben. Und das ist dann nicht mehr schön, weil dann kriegt man es nämlich fast nicht mehr auseinander. Und deswegen ist mir lieber, ich arbeite dann tatsächlich mit einer Stärke von 2,5 cm. Also das ist so für mich so die Mindestgröße. Na? Also schmaler würde ich den Streifen tatsächlich nicht schneiden. So, ihr Lieben, damit habe ich das Bild eingerahmt und ich werde es jetzt noch. Oh, das sieht aber nicht so schön aus. Das schneide ich hier mal noch ein bisschen zurecht. So, jetzt, da habe ich einfach nur Fusseln dran geklebt aus Versehen. So, jetzt aber. Also das Bild ist fertig. Ihr seht, es sieht doch wirklich schön aus, schwarz umrandet. Was ich dann gerne noch mache, ist, dass ich meine Rolle nehme und auch noch mal die Steine richtig andrücke. Also ich finde, es macht sogar noch mehr Sinn bei den eckigen Steinen, weil da hört man das teilweise dann wirklich, wie die noch mal so richtig reinploppen. So, dann werde ich das Bild noch versiegeln. Mal schauen, habe ich den da? Das Siegel, aber den habe ich in der anderen Truhe. Aber ich glaube, das Versiegeln habe ich euch, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Dann würde ich das nämlich tatsächlich erstmal so belassen, das in Ruhe versiegeln und euch dann auf jeden Fall in der Facebook-Gruppe nochmal zeigen. Ich poste es aber auf jeden Fall schon mal rein. Gell, ihr Lieben? Und ich hoffe, es geht euch gut. Ich hatte jetzt ja ein paar Tage tatsächlich nicht gedreht oder kein Filmchen reingestellt, weil ich inzwischen auch wieder arbeite. Und meine aktuellen Projekte, die ich momentan mache, ist die Josephine Wall. Ich arbeite an Die Schöne und das Biest Diamond Painting weiter, an der Brücke und habe jetzt auch das Herz jetzt hier fertig von DIY Digital Art. Habe auch inzwischen wieder was Neues bestellt. Durfte ich mir aussuchen. Da werde ich dann auch demnächst ein Unboxing machen. Die Sachen sind noch nicht da. Und ich sticke momentan auch an der Frida Kahlo. Also viele, viele tolle Projekte. Dann habe ich mein Rundstickbild mit der Blume. Ich habe die Pfauen. Ja, dann noch mein Mustertuch. Also noch und nöcher und es macht gerade so Spaß. Ich bin gerade so begeistert von der Vielseitigkeit. Das überwiegt tatsächlich. Manchmal habe ich auch so Anwandlungen, dass ich denke, oh, so viel durcheinander. Aber momentan gefällt mir die Vielfalt. Schreibt mir doch mal, wie euch dieses Bild gefällt. Ich verlinke es euch auf jeden Fall nochmal unten und das Textilband. Gebe ich euch auch den Link dann dazu. Und ich hoffe, es geht euch gut soweit. Passt bitte gut auf euch auf, bleibt gesund und weiterhin viel Spaß mit euren Handarbeiten. Tschüss, eure Sabrina.